Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, hey, ihr seht heute auch wieder wunderschön aus, muss ich einfach mal anmerken. Wir sind back mit der Feind von jedem EP von Asche. Falls ihr die Box noch nicht vorbestellt haben solltet, habt ihr einiges falsch gemacht. Deswegen werde ich euch nochmal den Amazon-Link in die Beschreibung packen und im angepinnten Kommentar. Gönnt ihr euch gerne noch und dann hören wir uns jetzt von Asche Gossenfighter-Szene an. Gossenfighter-Gene. Ich bin ja back aus dem Urlaub, wie gesagt. Heute müsste schon ein Kollege-Upload gekommen sein. Jetzt haben wir also Asche am Start. Und vielleicht kommt heute noch ein Video online, ansonsten aber wieder morgen mit zwei am Start. Ich freue mich sehr darauf, wieder back zu sein, Freunde. Ich bin gehypt, ich bin motiviert. Ich hoffe, ihr auch. Check Instagram gerne ab, da bin ich wieder sehr aktiv die letzten Tage. Es gibt täglich Stories, was ich so mache, wo ich bin und was so vorgeht. Falls euch das interessiert, macht das gerne. Da haben wir auch gerade eine Verlosung noch am Start. Falls ihr da was gewinnen wollt, ihr könnt einfach mitmachen. Ihr müsst nur folgen und einen Kommentar schreiben. Recht easy eigentlich, kostet kein was und ihr müsst keinen 100 anderen Leuten folgen oder so. Ja, ich würde sagen, wir hören rein, ich bin sehr gespannt. Asche meinte auch schon, wir kriegen eine Box zum Verlosen noch zugeschickt. Das heißt, da werden wir auch wieder auf Instagram oder YouTube oder so ein Gewinnspiel wieder am Start haben, wie bei NBK auch schon. Freue ich mich sehr drauf und da geben wir uns jetzt Gossenfighter-Gene von der Feind von jedem EP. Ich hoffe, auf dem einen oder anderen Name-Drop, wir werden sehen. Oh, Atmosphäre! Ich habe das Artwork schon gesehen bei Asche in der Story. Ich habe aber noch nichts vom Beat oder so gehört. Aber diese Atmosphäre liebe ich. Erinnert mich, bei Regengeräuschen muss ich direkt an Hagelkörner von Kolle denken. Was ich über alles liebe, einfach weil diese Hagelkörner-Sounds am Anfang sind. Und bis jetzt aber diese Melodie erinnert mich ein bisschen an Zelda, die ersten paar Sachen, die ich gehört habe. Einfach vom Feeling her. Mit dem Regen angenehm. Ich krieg so ein bisschen Ocarina of Time Vibes, muss ich sagen. Geil. Es geht für die Straße, für die Asche-Fans, für die Fighter, für den Massentrend. Ich bin der Oha, ey, was eine angenehme Stimmlage von Asche. Es ist so ein bisschen eine höhere Stimmlage. Es geht für die Straße, für die Asche-Fans, für die Fighter, für den Massentrend. Nice. Ich bin der prophezeite Nummer 1, er streite nicht mit Hosenscheißern, denn ich sparre nur mit Profi-Fightern. Gestern noch. Ey, geil, Mann. Das ist wirklich so ein atmosphärischer Song. Ich finde das Artwork und das Cover komplett nice. Auch mit diesem Dschungel so, der Regen am Anfang hat gepasst. Der Beat ist eine 1 plus mit Sternchen, die Melodie sehr angenehm. Das ist so ein Ding, was du wirklich auf dem Nachhauseweg einfach dir reinpacken kannst. Oder auch in Bus, Bahn, Auto bei Regen reinpacken kannst. Geil. Kein totgeweihter Pole, heute sorgt die Deathmob bundesweit für Covid. Gleiche Tode, die Fighter. Gestern noch ein totgeweihter Pole, heute sorgt die Deathmob bundesweit für Covid. Gleiche Tode, hit die Pole. Ich finde leider ein bisschen unverständlich, kann aber auch in meinen Kopfhörern liegen, weil ich gemerkt habe, dass die teilweise tatsächlich nicht so nice sind. Sollte ich mir vielleicht auch wieder welche mit Kabel zulegen, aber teilweise ein bisschen unverständlich leider. Gestern noch ein totgeweihter Pole, heute sorgt die Deathmob bundesweit für Covid, gleiche Tode, hit die Pole. Gestern noch ein totgeweihter Pole, heute sorgt die Death Note. Gestern noch ein totgeweihter Pole, heute sorgt die Deathmob bundesweit für Covid, gleiche Tode, hit. Heute sorgt die Death Note. Ah, okay. Heute sorgt die Death Note bundesweit für Covid, gleiche Tode. Geil, Mann. Gestern noch ein totgeweihter Pole, heute sorgt die Death Note bundesweit für Covid-gleiche Tode. Geil, Mann. Oh, ey. Bro, okay, ich bin fucking stolz gerade auf mich, dass ich das hinbekommen habe zu zitieren und auch sehr froh, dass ich das noch gehört habe. Gute Zeilen, ey. Okay. Das heißt, wir werden mehr Name-Dropping noch haben wahrscheinlich hier. Gestern noch ein totgeweihter Pole, heute sorgt die Death Note bundesweit für Covid-weite Pole. Hit die Polizeischutzquote, du machst Modezeit, du Posen, doch dein Todeszeitpunkt gibt für dich die Gotenreich-Symbole. Ich bin dir. Holy shit, was für eine. I don't know, man, was für eine Atmosphäre wir hier haben und dann so ein Text, wie er das runterrattert. Reimschema ist eine 1 plus mit Sternchen. Einmal Name, ich hab Posen, doch dein Todeszeitpunkt gibt für dich die Gotenreich-Symbole. Ich bin dir einmal Name, ich hab nie Mucke für die Trends gemacht, sondern hab lieber Names gedroppt wie Light Yagami. Trainings. Ja, ich finde, er hat wie Light Yagami. Light Yagami halt ein bisschen anders betont, aber ich liebe diese Anime-Anspielungen von Dragon Ball, von Death Note, von One Piece, die Asche immer und immer wieder einbaut, weil das uns einfach abholt, so. Wie die Mom vom Kindergarten früher. Und ich finde es einfach angenehm, so.
Denn ich drop lieber Names, so wie Light Yagami. Ich hab nie Mucke für die Trends gemacht, sondern hab lieber Names gedroppt wie Light Yagami. Trainingslose Fighter Body, fette Minus, doch bringt Scham im Rap-Zyklus wie KIZ-Videos. Denn ich hab einen Rap-Zyklus wie KIZ-Videos. Ich verfolg KIZ gar nicht. Trainingslose Fighter Body, fette Minus, doch bringt Scham im Rap-Zyklus wie KIZ-Videos. Wobei ich säuber das System. Der Rin hat Glück, dass Travis Scott Copyright nicht claimt. Ich lasse. Okay, der Rin hat Glück, dass Travis Scott das Copyright nicht claimt. Okay. Wobei ich säuber das System. Der Rin hat Glück, dass Travis Scott Copyright nicht claimt. Ich lasse Gossip-Viber reden wie in Comic-gleichen Szenen. Fotzen sie erzählen, Hasche, deine Storyline ist fake. Trotz mit Gossen weitergehen, muss kotzen bei der Szene. Komm mit deine Gegend, putz die Faust wie ein Lobster, seine Scheren ist. Boah, ey, geil, nutzt die Faust wie ein Lobster seine Schere. Auch einfach mal sowas reinhauen. Ich fühle jetzt diese Atmosphäre zu 100%, Mann. Dass wir diesen entspannten Laidback-Beat haben einfach. Dieses Bild passt perfekt. Und er aber auch ganz gechillt in einer höheren, entspannteren Stimmlage einfach da Lines droppt. Mit einem so unglaublich schönen Flow. Gibt uns gute Wege, doch kein Kopfschuss schickt Seelen. Schneller in die Sphäre als eine Space-Launch-Rakete. Das ist Mucke für die Straße. Ich bob uns zensierte Namen und schick Hundesöhne schlafen. Mit einer wunderschönen Graben wie meine unberührte Nase. Und mein körperfetter Teil robbt den Pussys ihre Nase. Es geht um. Geil, Mann. Schöne Nasenzeile noch mit eingebaut. Sehr, sehr angenehmer Flow, muss ich sagen. Wunderschönen Graben wie meine unberührte Nase. Und mein körperfetter Teil robbt den Pussys ihre Nase. Es geht um Fame, Awards und Klicks und Charts. Doch ich biss auf die Anerkennungsreden. Denn mir geht's um Cages, um Brawls, um Kicks und Bars. Denn ich habe die Gossenfighter-Gene und trainiere nachts im Regen. Oh! Ich trainiere nachts im Regen. Geil. Ey, auch das, er sagt, ich trainiere nachts im Regen. Wenn du das wirklich hörst, wenn du so im Regen nach Hause gehst, ist, glaube ich, dieses ganz andere Gänsehaut-Feeling, Mann. Geil. Sehr geile Atmo. Sehr geile Atmo. Seit meiner Kindheit beim Training, seit der Kindheit als Minderheit leben Gegner wollen mitternachts im Hinterhalt regeln. Ey, geiler Flow. Faseln vom finsteren Plänen, wollen mich schlagen, aber haben Arme, die nimmt Bindfaden nehmen. Nummer 1, weil ich diesen. Aber haben, sie wollen mich schlagen, aber haben Arme, die einem Bindfaden ähneln. Vom finsteren Plänen, wollen mich schlagen, aber haben Arme, die einem Bindfaden ähneln. Nummer 1. Die einem Bindfaden ähneln, auch diese kurze Pause darin, geil. Weil ich diese Pisser zersäge, ich mache einen Schritt und setz zum Kick in die Leber, danach zum Schnitt in die Kehle, ihr kleinen Kiffer. Ihr habt euch selbst gefickt, doch ich. Gute Beatpause. Hab euch doch Bequittung zu geben, wie Bewirtungsbelege, zu viel dubios Gerede, über Stammbaum und Gene, zu viel Druck auf Karriere, um mich rum noch Hyänen, so viel Fragen und Pläne, so viel Bullshit-Gerede. Bist du Jude oder Moslem, bist du jetzt Pol oder Tschetschene? Ey, ich krieg auch ein bisschen Kollega-Outro-Vibes, wo einfach komplett mit allem aufgeräumt wird und einfach der Stand der Dinge gesagt wird. Weil ich finde, die Outros von Kolle sind immer so, ey, das ist ein Update hier. So sieht's in meinem Leben aus, so fühle ich mich, mit dem muss ich abrechnen, das ist das neue Kapitel. Und so fühlt sich das bei Usher gerade auch an. Und das meine ich positiv, nicht im Negativen. Er macht's auf seine ganz eigene Art und Weise. Aber ich krieg so ein ähnliches Feeling. Ihr seid geblendet von der Münze, ich mach Kunst, das ist Rap und dafür kämpfe ich mich durch Sümpfe. Ich war auch einer dieser Ghetto-Kids mit Wünschen, heute bin ich raus und blick auf all die ganzen falschen Menschen, so wie Schlümpfe, ich werd zu Deutsch. Und blick auf all die ganzen falschen Menschen, so wie Schlümpfe. Ghetto-Kids mit Wünschen, heute bin ich raus und blick auf all die ganzen falschen Menschen, so wie Schlümpfe, ich werd. Und blick auf all die ganzen falschen Menschen, so wie Schlümpfe. Gibt's bei den Schlümpfen so falsche, also irgendwelche Menschen oder so? Ich hab's nie verfolgt, leider, richtig. Zu Deutschlands Hoffnung und Zukunftsgaranten, dank dem YouTuber-Schlag, zurück jetzt Kuder verschwanden, bevor sich ein paar Ratten Hurensohn nannten, weil paar Dinge aus dem Studio verschwanden, hielten sie Blutsbrüderschaften, ich hab die Badehosenfigur und bleib. Uiuiui, wieder ein kleiner Sidehip gegen das Mäuscamp. Gebrech dich gerade wie nach Nasenkorrekturen und plane jetzt ne Tour. Seit Stress bin ich am Glänzen, so wie Wagenpolituren. Und die Fotzen bleiben männlich, so wie Damen-Rolexuren. Ich bleib der Unterschied, den niemand unterkriegt, weil ein Beef mit mir mit Niederlagen endet, während ich Siegerfahren schwenke. Ihr seid nicht normal. Boah, ey. Dieser Flow ist einfach wunderschön. Niemand unterkriegt, weil ein Beef mit mir mit Niederlagen endet, während ich Siegerfahren schwenke. Ihr seid Mietnomaden, ich stech in Gesichter, so wie Mikronaden. Feind von jedem, doch bleibe auf der Zielgeraden. Es geht um Fame, Awards, um Klicks und ich liebe auch, wie er in diese Hook reinkommt, Mann. Doch ich biss auf die Anerkennungsreden, denn mir geht's um Cages, um Brawls, um Kicks und Bars. Denn ich habe die Gossenfighter-Gene und trainiere nachts im Regen. Ich will auch die Scratches schön hier, Mann. Ich will gucken, von wem der Beat produziert ist, weil mir das wichtig ist hier. Von Asche selber hätte ich drauf kommen können und von Johnny Instruments. Wow, wunderschöner Beat, wunderschöner Beat. Ich trainiere nachts im Regen. Geil.
Ich will lieber Krieg als Puffatmosphäre, das ist Kunst wie Gemälde, weil hier jeder neue Song von mir einem Schusswechsel ähnelt. Während ein paar von ihnen dachten, sie können Grundrechte nehmen, wurden sie in der Luft zerrissen, so wie Schutzgeldverträge. Ich glaube, das ist keine, da ist keine weitere Doppeldeutigkeit drin. Während ein paar von ihnen dachten, sie können Grundrechte nehmen, wurden sie in der Luft zerrissen, so wie Schutzgeldverträge. Die Wahrheit ist, ich hatte nichts in meinem Leben und wurde gezwungen, auf History meine Geschichte zu erzählen. Und wenn du denkst, es ging um Herkunft oder die richtigen Gene, wird es Zeit, dass ich euch aufkläre und das richtig erzähle. Damn. Das liebe ich, Mann. Oh, ey. Diese Flashbacks an die Kindheit, aber auch einfach so an, ich weiß nicht warum, aber Anime-Lines kicken bei mir. Auch wenn ich nicht viele Animes geguckt habe in meinem Leben. Leider viel zu wenige, Bro. Ich muss echt noch einiges nachholen. Es ist einfach so ein schönes Feeling, weil es mehr so dieses Feeling gibt von wegen, ey, er ist einer von uns. So, er ist einer von uns. Einfach. Oh, geiles Bild. Oha. Ey, Death Note kommt raus. Jetzt diesen Donnerstag. Also Donnerstagnacht. Ey, geil, Mann. Geil, Mann. Ey, da freue ich mich drauf. Ey, ich freue mich da sehr drauf. Geil. Was bleibt es Asche? Wow. Wow. Ey. Ein wunderschönes Artwork. Ein wunderschönes Video. Ein wunderschöner Beat. Ein wunderschöner Mann, Asche himself, und ein wunderschöner Song, ey. Diese Atmosphäre am Anfang mit dem Regen hat mir sehr gefallen. Der durchgehende, entspannte, aber angenehme, unglaublich angenehme Flow. Gute Zeilen drin gehabt. Bro, was ein einfach vom Hörgenuss ein angenehmer Song, Mann. Ein angenehmer Song, macht Bock auf mehr. Ich freue mich sehr auf die EP und am Freitag jetzt erstmal auf Death Note. Und was soll ich sagen, ich habe jetzt hier 12 Minuten für 3,5 Minuten Song gebraucht, weil man so viel pausieren konnte. Die Reime sind wunderschön. Ich finde, dass der Flow ist einfach fucking angenehm. Asche kommt so gut auf diesen Beat. Dieser entspannte Beat ist einfach schön und es macht einfach Bock, das zu hören. Und das ist ein Song, den ich jetzt einfach oft hören werde, einfach weil er so einen Hörgenuss gibt, wisst ihr? Eine Atmosphäre gibt. Ich habe auf jeden Fall Bock, lasst mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, ja, so wie immer, und ciao.